Willkommen, verehrte Zuschauer bei Illusion or Reality. Ich befinde mich wieder beim Magister Gerhard Buchinger und wir haben ein weiteres Interview vorbereitet, denn das letzte Interview war ja sehr spannend und er hat ja sehr viel erlebt. Er ist sozusagen ein Zeitzeuge und ich möchte ihn jetzt weiter befragen von seinen Erlebnissen, die er im Ausland oder in England erlebt hat. Gerhard, herzlich willkommen. Danke, dass du dir wieder Zeit genommen hast, für uns da zu sein, aus deinem Leben zu berichten. Und ich war ja mit dir schon auch unterwegs, oder du warst mit mir unterwegs. Wir haben ja Rumänien besucht und auch Bosnien. Da gab es ja auch immer wieder Erlebnisse. Und du warst ja viel unterwegs, als Reiseleiter natürlich auch. Und deine Hellsichtigkeit als Kind, was wir letztes Mal schon besprochen haben, war ja sehr interessant, was du da erlebt hast. Wie ging es dann als Jugendliche weiter? Hast du da auch wieder Begegnungen gehabt oder war es irgendwie Leute da, die auch sich mit diesem Thema beschäftigt hat? Ich habe damals in meiner Kindheit oder Jugendzeit schon sehr anständige Menschen getroffen. Ich war Autostopp reisend in ganz Europa unterwegs. Die Menschen waren großartig. Zu etlichen habe ich eine innere Verbundenheit gefühlt. Auch das Gefühl, dass ich schon einmal da war, in den Pyrenäen, in Andorra zum Beispiel. Nur hätte ich mich doch gerne mit Menschen über solche Themen ausgetauscht. Man war überall sehr freundlich, es war diese Aufbaustimmung, die Menschen hatten anständige Berufe, sie waren ordentlich gekleidet, es war alles menschlicher als heute, aber einen Gesprächspartner im esoterischen Sinn habe ich nicht gefunden. Und da war es in der Zeit, 60er Jahre, war ich Bundesheerzugsführer in der Fasangartenkaserne, habe nebenbei Dolmetsch studiert, Wien an der Uni, und komme an einem Nachmittag nach Hause in meiner Kasernenunterkunft und bekomme plötzlich die Eingebung, ich soll zu Offizierstellvertreter Bamperl gehen. Dieser Mann war Kanzleiunteroffizier im Bataillon, 56 Jahre alt, hatte eine Dienstwohnung in der Kaserne, lebte dort mit seiner Frau, hatte einen lieben kleinen Blumengarten vor dieser Dienstwohnung gehabt, ein sehr schönes, klares Hochdeutsch gesprochen und war als Mensch ein sehr angenehmer Unteroffizier, ohne Herumschreien, ohne Geschimpfe. Wir hatten eigentlich eher nur so distanziert einen Kontakt und da bekam ich den Impuls wie einen Befehl, ich soll zu ihm hingehen. Ja bitte, aber aus welchem Grund? Es war kein dienstlicher Anlass. Ich kann nicht einfach da als 23-jähriger Zugsführer dorthin marschieren und da bin ich. Ich habe das von mir einmal weggeschoben, aber es kam immer wieder und ganz intensiv, ich muss. Das war sicher eine Botschaft unseres, seines oder meines Schutzgeistes. Wir haben ja einen Schutzgeist, der Manager in unserem Leben ist und oft verzweifelt ist, welchen Blödsinn er sich anschauen muss, ist pragmatisiert auf Dauer unserer Lebenszeit, ist oft ein mieser Job. Also ich, wie soll ich das machen? Und da kommt mir die Idee, ich gehe einfach spazieren. Dort in seiner Gegend, der Kaserne war riesengroß, dort war der Blumengarten und wirklich er und seine Gattin arbeiten doch im Garten. Ich bin da selber auch gelernter Gärtner. Vielleicht ist es ein Bild eines meiner vielen, vielen Gärten aus der letzten Zeit. Und wir reden über seine wunderschönen Dahlien, dann über mein Studium, also ein neutrales Gesprächsthema. Die Frau fragt, ob ich vielleicht Kaffee, Kuchen haben möchte. Dann reden wir über mein Studium. Dann war seine Frage auf einmal, glauben Sie an die Wiedergeburt? Das schaut, da habe ich mal einen interessanten Menschen getroffen. Und erzählt mir, er ist bei einem Arbeitskreis in Wien, geleitet vom Diplom-Ingenieur Hans Malig. Also Diplom-Ingenieur, Maschinenbau ist doch ein großes Kaliber. Und dieser Mann war einer der führenden Männer in der Esoterik in Wien, ganz unauffällig. Meine bescheidene Frage, naja, könnte ich mal vielleicht diesen Mann sehen? Ja, ich werde ihn fragen. Und dann kam die Einladung, selbstverständlich. Wir haben uns jeden zweiten Dienstag in Wien, 7. Bezirk, gasthaft zum Grünen Baum getroffen.
Und dort waren Menschen, alle schon von 50 aufwärts, ich war der Jüngste, und die Gespräche hatten zum Inhalt UFOs, Wiedergeburt, Leben auf anderen Planeten, Leben am Mars, vergangene Zivilisationen, Atlantis, Lemurien, alles, was mich irgendwie beschäftigt hat, aber ich konnte eigentlich nirgendwo in die Tiefe gehen. Das heißt, in diesem Kreis ist über das schon alles gesprochen worden? Über alles, das waren normale Themen. Mhm. Wann hast du wo das UFO gesehen und so weiter, man war alles per Du. Mhm. Es war beeindruckend, sehr angenehme, positive Menschen, die alle Kriegsveteranen waren, Erster, Zweiter Weltkrieg, KZ-Insassen, also interessante Berufe, sehr gereifte Menschen. Mhm. Und Ingenieur Malik hatte immer interessante, esoterische Themen. Und eines hatte mich da interessiert, Mount Shasta. Ein erloschener Doppelvulkan im Norden Kaliforniens. Mhm. Und Malik hat berichtet, es gäbe dort eine atlantische Kolonie, die hätten auch Kontakte mit den Menschen. Mhm. Und ich habe geistig diesen Vulkan direkt gesehen. Also es hat eine Bedeutung für mich. Malik hatte auch andere Themen, technische Themen aus Atlantis, davon ein bisschen später. Jedenfalls 1981, 18 Jahre danach, kam mir im Jänner dieser Gedanke, im Sommer nach Mount Shasta zu fahren. Mhm. Und mein damaliger esoterischer Freund, Mittelschullehrer, hatte eben im Sommer die Ferienzeit. Wir haben abgesprochen, wir fahren nach in die Ortschaft Mount Shasta. Gibt den gleichnamigen Vulkan, den gleichnamigen Berg. In der Indianersprache, Algonkin-Sprache, heißt Mount Shasta eben der weiße Berg. Wir kommen einmal hin. Bitte, aber wie kommt man mit diesen Leuten in Kontakt? Die Gegend wunderschön. Es waren dichte Weißtannenbestände, meterdicke Baumstämme, sehr hoch. Wunderbare spirituelle Aura. Es war wirklich einfach sehr schön. Aber mit wem redet man? Wir haben zuerst eine Hotelunterkunft gesucht, da war irgendwo ein Motel, wenn wir dort einchecken, und da war eine Werkstatt mit einer jungen Dame, Tischlerbetrieb. Und jetzt fragt man natürlich als erstes, ja, Entschuldigung und so weiter, eine Unterkunft. Ja, da anderthalb Meilen weiter ist ein Motel. Und dann meine Frage, ja, also Mount Shasta ist irgendwie sehr interessant. Wir sind aus Österreich und wir hätten gerne irgendwie Gespräche mit den Leuten geführt. Mhm. Da war sofort eine vorsichtige Abwehrstellung. Frage, seid ihr von der Presse? Nein, wir sind bei nichts dabei, wir sind gläubig. Und man hat uns eine Adresse genannt in einem spirituellen Buchladen. Dort würden wir Leute finden. Und da gab es auch diesen Mann, Virgil Armstrong Postlethwaite, der unter dem Namen Posti auch in Europa, Österreich, Deutschland bekannt wurde und dort Vorträge gehalten hat. Und wir hatten dort ein Treffen und dann wurde uns gesagt, wir sollen in ein Haus gehen, wir werden erwartet. Wir werden erwartet. Mhm. Wir kommen als Fremde hinein und wir waren sofort mit den Leuten auf einer Ebene und ein jüngerer Mann hat sich bereit erklärt, uns überall hinzuführen, was uns interessiert. Wir waren bei einem sogenannten Crater Lake, ein Vulkankrater, hochspirituell und kein Mensch und kein Boot ist jemals über diesen See gefahren. Dann gab es das House of Mystery, ein Holzhaus, in dem nichts gerade steht. Die Wände sind verzogen. Gegenstände, die an einer Schnur hängen, hängen alle im Neigungswinkel von 52 Grad, 12 Minuten, 20 Sekunden, entspricht genau dem Neigungswinkel der Pyramiden. Und darunter, ich habe gespürt, ist eine verschüttete Pyramide, weil Kalifornien ja eigentlich Ostlemurien ist. Daher hat man dort diese riesigen Rotholzbäume, diese riesen Zedern, Sequoias, und andere Pflanzen, die es sonst botanisch nur im Pazifikraum gibt. Und dieser junge Mann, jüngere Mann, er hat sich Bill genannt, vom Beruf Geologe. Uns ist aufgefallen, er hat den Wagen gelenkt, er ist mit uns gefahren. Er hat nichts gegessen und wollte nur einen Tee oder Kaffee oder mal ein Coca-Cola. Und da ist es mir gekommen, der ist nicht von hier. Mhm. Mhm. Und wir haben ihn danach gefragt.
ja, das ist nicht so wichtig. Und dann hält uns die Polizei auf, er ist zu schnell gefahren, grimmiger Polizeibulle, Bill steigt aus, schüttelt ihm die Hand, Polizist salutiert auf und fährt weiter. Ja, das war seine Ausstrahlung. Und ich habe ihm gesagt, Bill, pass auf, das hier nennt man, this is called a car, das nennt man ein Auto. Und es hat 4 Räder. Und es fährt nicht mit einem Vrillantrieb wie deine UFOs. Naja, schon, aber das ist nicht so wichtig. Hast gesehen, wie ich das gemacht habe. Und dann waren wir auf Mount Shasta am Berg oben, Kollege und ich. Bill sagte, ja, ich habe keine Zeit, aber ich hole euch um 17 Uhr. Und verschwindet hinter einem Felsen. Der war weg. Wir sind dorthin gegangen. Der Felsen war freistehend, mit nichts verbunden. Und man hat keinen weggehenden Bill gesehen. Also der hat da irgendwie eine Schleuse gehabt, wo er zack drin verschwunden ist. War das nur am Fuß? Das? Noch am Fuß. Ja, schon in größerer Höhe, soweit die Straße raufgeht. Mhm. Wir sind dann zu Fuß alleine weiter. Aber es war Schnee, Eis, Halbschuhe. Na, habe ich gesagt, da oben ist sicher kein Eingang. Also lassen wir das. Wir gehen zurück. Und da kommt eine, wie soll man sagen, so wie eine Terrasse, so eine natürliche Ebene. Und plötzlich spüre ich eine Müdigkeit, durchgehend. Und der Kamerad sagt, ach, du, ich muss mich hinlegen. Es war 14.30 Uhr, halb drei. Ich habe gesagt, bis 3 Uhr. Wir legen uns hin, ich war weg. Halbe Stunde später, ich wache auf, 15 Uhr, auch der Kamerad schaut auf die Uhr. Und wir waren frisch. Man hat uns geistig programmiert mit etwas, aus dem Körper rausgeholt und programmiert. Das gibt es ja. Weil unser Hirn hat eine gewisse Frequenz, aber ich habe mehrere solche Erlebnisse gehabt, wo man einfach programmiert wird. Und das geht so blitzschnell, dass es einen zerreißen würde. Also aber du hast in dieser halben Stunde nichts überhaupt bemerkt. Nichts, gar tief geschlafen. Nichts, gar nichts. Ich war weg. Nicht einmal ein Traum, nichts. Und unter anderem hat der Ingenieur Malik davon gesprochen, es wird Geräte geben, mit denen ein Geist mit den Menschen sprechen kann. Und an dem wird im Jenseits gearbeitet, also nur Halleluja blären und mit den Engeln fangen spülen. So etwas wird es im katholischen Himmel sicher nicht geben. Da wird einiges getan. Dort sind auch Außerplanetarier dran. Also ich habe mir das gemerkt, was er gesagt hat. Und es wird auch später eine Generation von Geräten geben, wo ein Geist über einen Bildschirm sichtbar wird. Das war im November 1963. Bitte, ich merke mir solche Dinge. Zwar ist das nicht für ein Hauptthema für mich, aber das habe ich gehört. Im Dezember 1962, 19 Jahre danach, ein junger esoterischer Soldat in meiner Syrien-Einsatzzeit kommt mit einem Esoterer-Heft. Und da drinnen ist erwähnt das Spiricom, ein technisches Gerät von einem amerikanischen Ingenieur entwickelt, wobei ein Geist seine Gedanken, also mental, auf ein hochsensibles Mikrofon fokussiert und es wird die menschliche Stimme reproduziert. Das ist ja genau das Gerät, von dem Malik gesprochen hat. Mhm. Na gut, was macht man? Ich habe hingeschrieben. Und habe geschrieben, dass ich 19 Jahre vorher von dem Gerät das erste Mal gehört hat. Amerikaner schreibt mir sofort zurück. Er hat 11 Jahre daran gearbeitet. Gerät ist in Betrieb. Wenn ich Zeit habe, ich soll rüberkommen. Na, das ist doch ganz klar, dass man da rüberkommt. Und man hat da gearbeitet. Und es gab die verschiedensten Äußerungen von Verstorbenen. Dabei ein Professor Müller geschrieben, also deutsch-amerikanischer Physiker, der von sich aus gesagt hat, er ist 1967 an einer Herzsache gestorben. Er hat Adresse, Telefonnummer, Versicherungsnummer, alles bekannt gegeben. Nur man hat dort angerufen und die Witwe von Professor Müller am Apparat gehabt. Und über ihn sind da technisch Sachen gekommen. Ich müsste die Frequenz ändern, ich komme da nicht mehr durch. Ihr braucht einen Keramikkondensator, den kriegt ihr bei der und der Firma. Dann hat er Bücher geschrieben über Geräte zur Behandlung von Rheuma und die findet man in der Universitätsbibliothek in Wisconsin. Und die waren wirklich dort. Also es war ein wunderbares
technisches Zusammenspiel mit dies und jenseits. Und das sind Geräte, die man ja auch in Atlantis hatte. Und in Mount Shasta ist mir ein Buch untergekommen. Es wurde um 1883 geschrieben, also auch schon 19. Jahrhundert. Und da wurde von einem Diplomaten berichtet, der in Atlantis gelebt hat. Und dieser Mann hat 1883 geschrieben, es wird Lichtsensoren oder es hat Lichtsensoren in den Räumen gegeben. Man hat einen Raum betreten und sofort war es Licht. Mhm. Also für 1883 eine undenkbare technische Entwicklung. Und alles hatte man in Atlantis gehabt. Atlantis war eben diese hochentwickelte Zivilisation, die leider zugrunde ging. Wir haben zum Beispiel bei den koptischen Christen in Ägypten die Aussage, die Pyramiden wurden erbaut von König Surit und den Prinzen aus Atlantis 10.000 vor Christus. Mhm. Und ja, auch dieses Licht, was du erwähnt hast, wenn man reinkommt und es scheint, ja, das ist auch jetzt die so Lichtbilder, heute haben wir sie ja auf den Gängen oder wo man wo reinkommt. Ja, und in den Bucecci-Berge in Rumänien, da in der ausländischen Anlage, da, in der großen Halle, da wird das auch so erwähnt. Man ist weiß genau nicht, so, wie dieses Licht hier scheint. Sie waren uns technisch überlegen. Und es war so schade um diese Welt. Ich habe mich intensiv mit Atlantis beschäftigt. Ich habe auch in unterirdischen Sachen gegraben, auch in Arizona, wo man nach verschwundenen Städten gesucht hat. Und selbst bitte in der Bibel, wenn ich das erwähnen darf, ist Atlantis erwähnt. Mhm. Die Bibel ist ja nicht nur dazu da, dass man sie da einfach so mit frommen Gemurmel da so runterliest. Zweiter Petrusbrief, mhm. Kapitel 3. Petrus 2, Kapitel 3, die Verse 7, glaube ich, bis 29. Wörtlich, es gab einst eine andere Welt und einen anderen Himmel. Beides durch das Wort Gottes geschaffen und durch beides ging die damalige Welt zugrunde, als sie vom Wasser überflutet wurde. Arche Noah zum Beispiel, Sintflut. Und diese jetzige Welt ist aufgespart für das große Feuer am Tag des Gerichtes. Also was kommt da Schönes auf uns zu? Gut, du sagtest, dieses Gerät, diese Technik, ja, war aus Atlantis. Ja, ja. Wer wusste davon, dass dieses Gerät von Atlantis kommt? Von drüben, als das Gerät funktioniert hat, hat man diese Aussagen bekommen, das hat es alles schon gegeben. Und irgendwie, es war ein Amerikaner, Ingenieur Meek, ist auf diese Idee gekommen. Auch nicht so zufällig, es gibt immer so äußere Anlässe. Er hat in Schweden gearbeitet, an einem schwedisch-amerikanischen Elektrokonzern. Er war für Esoterik immer offen. Und kommt dort auf einen schwedischen Professor Jürgensson, der Vogelstimmen aufgenommen hat. Also mit einem Tonbandgerät in den Wald und hört sich Vogelstimmen an. Und da hört er auch Menschenstimmen drinnen. Zuerst hat er sich gedacht, ich habe vielleicht eine alte Aufnahme nicht gelöscht. Mhm. Und dann hört er deutlich, wie seine verstorbene Mutter ihn anspricht. Mhm. Daraufhin ist er nach Deutschland gegangen und findet dort den Dr. Konstantin Rautiefe, ein Lette, der einige oder zig solche Tonbandstimmen Aufnahmen hat. Davon hört Ingenieur Meek und in ihm kommt der Gedanke, also wenn sich die über ein Tonbandgerät äußern können, warum können wir nicht auch direkt ein Wechselgespräch führen? Mhm. Und hat 11 Jahre an diesen Geräten gearbeitet. Mit 29,9 Megahertz. Da hat er die Kontakte gekriegt. Und dann war das Erstaunliche, er hat auch eine Acetylenflamme als Mikrofon verwendet. Man hat über dieses, oder als Lautsprecher, entschuldigen Sie, die Flamme hat etwa die Höhe gehabt einer Schweißflamme. Und das Interessante war, er hat eine Kassette mit unserem Donauwalzer eingelegt. Mhm. Und die Flamme, bitte, hat dazu getanzt. Also es war ganz einzigartig. Und dieser Mann, Ingenieur Meek, er war auch körperlich sehr groß, ein langes Gesicht, wohlproportioniert, ein typischer inkarnierter Atlantier. Und was oft sonst an Erfindungen
technische Neuerungen reinkommt, kommt ja von solchen Welten. Genauso bitte auch die Handys, Internet, das kommt von abgestürzten UFOs, 1947 oder auch spätere UFOs. Und man hat einigen Elektronikkonzernen Geräte aus diesen UFOs geschickt und gesagt, ja, das hat man in den deutschen Bombenruinen gefunden, schaut mal, was das sein könnte. Und ich habe selber auch mit solchen Leuten gearbeitet in Phoenix, in Arizona. Also diese Verbindungen, dies Jenseits, irdisch, außerirdisch, sie gibt es. Man darf nur nicht glauben, wir sind die Größten. Mhm. Und diese Technologie, dieses Gerät? Es ist gebaut worden, es sind damals, vor 34 Jahren, hat es 7 Geräte gegeben. Okay. Wo sie jetzt sind, wie weit sie nachgebaut sind, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe dort keine Kontakte mehr hinüber und was man über diese Geräte weiß, geht nicht weiter an die Öffentlichkeit. Das sind ist so ähnlich wie ein Chronovisor, ja, auch so ein Gerät, das gebaut worden ist, um die Geschichte zurückzuschauen. In meiner Gegenwart hat der Ingenieur Meek eine Pressekonferenz gegeben. Es waren alle möglichen, von allen größeren, kleineren, großen Blättern, die haben alle, bis auf 4 Ausnahmen, daran geglaubt und waren überzeugt. Mhm. Und sie haben alle gesagt, ja, aber das können wir über unseren Verleger nicht herausbringen. Mhm. Und trotzdem hat es gereicht, dass es in kleinen Blättern veröffentlicht wurde und zum Teil weltweit ausgesendet wurde. Ich habe dann Kontakte bekommen nach Budapest. Das war noch in der Kommunistenzeit, also eine ganz großartige Menschen waren es und auch bis nach Buenos Aires. Also von dort hat man mir die Adressen bekannt gegeben und ich hatte Kontakte dann mit den Menschen und war auch bei ihnen und habe mit ihnen gearbeitet. Mhm. Also es gibt es schon weltweit, aber es ist schade, dass diese Wahrheit so unter den Teppich gekehrt wurde. Und letzten Endes Außerplanetarier, bitte Genesis Kapitel 6. Noch einmal, Genesis Kapitel 6. Wenn Sie die Bibel aufmachen, Altes Testament, erste oder zweite Seite, wörtlich, als die Menschen sich zu vermehren begannen und immer zahlreicher wurden, fanden die Söhne des Himmels Gefallen an den Töchtern der Erde und zeugten mit ihnen Söhne, die man Halbgötter oder Himmelssöhne nannte. So entstand das Volk der Riesen. Und dann reißt der Text ab. Bitte als Theologe, als Gottesgelehrte, alle diese vielen Ologen, die wir haben, würde ich schon fragen, woher sind die gekommen, womit und was haben sie sonst noch gemacht auf der Erde? Ja? Es entstand das Volk der Riesen. Siehe bitte die Fotos der Riesenskelette in Rumänien, Bucecberge oder auch in den USA. Ich habe auf Kuba selber Skelette gesehen, die über 3 Meter lang waren. Warum spricht man nicht darüber? Was ist denn da so schwierig daran oder so umständlich, so eine Wahrheit zu bringen? Oder nein, es würde die Geschichte dermaßen verändern. Ne? Würde doch nichts ausmachen. In der aber Geschichte es wäre die Wahrheit, ne? Wird so viel Blödsinn geschrieben und gelogen. Also ein bisschen etwas korrigieren kann man ja doch leicht. Es hat die Wissenschaft ja auch einmal gesagt, ja, nichts kann fliegen, das schwerer ist als die Luft. Das war die Meinung der Gelehrten. Jetzt frage ich mich, hat der Professor noch nie einen Vogel gesehen? Zumindest hat er einen gehabt oder eine Gans gefressen, die ist auch schwerer als die Luft. Aber es waren immer Bestrebungen da, die Wahrheit niederzuhalten. Und das ist eine geistige Fessel. Eine Frage, ja. Wir haben jetzt ein bisschen schon über Atlantis gesprochen. Jawohl. Aber es gab ja davor vor Atlantis jawohl, Lemuria. Lemurien im Pazifischen Ozean. Daher haben wir den Ayers Rock in der Nähe von Alice Springs, also im Zentrum von Australien. Die Eingeborenen selber sagen ja, sie stammen von Lemurien ab. Und daher ist auch die Pflanzen- und Tierwelt in Australien so etwas Eigenes. Die Beuteltiere, Kängurus oder ein Wombat, wer schon mal so ein Viech gesehen hat. Auch die Pflanzenwelt ist etwas ganz Eigenes. Und zu Lemurien, es war eine ganz wunderbare Welt. Sie war vor allem philosophisch ausgerichtet. Und da hatte ich als 20-Jähriger selber auch so ein Erlebnis gehabt, eine Vision.
Ich befinde mich auf einer ganz kleinen, kahlen Felsinsel und vor mir steht ein steinerner Altar, so ähnlich wie heute diese modernen Tische in den katholischen Kirchen, also so einfach gehalten. Und ich zelebriere eine Messe in einem völlig unbekannten Ritual. Und dabei war das Meer herum so wahnsinnig schön blau, unwahrscheinlich schön. Der Himmel so blau, wie ich ihn nie erlebt habe. In der Atmosphäre war eine Melodie. Es war unglaublich feierlich und eins der schönsten Meditationsbilder, das ich bekommen habe. Und ich habe gewusst, das bin ich. Plötzlich kommt ein Wind auf, es entsteht ein Sturm, das Wasser wird trüb, Wolken ziehen auf und ich habe das Gefühl, ich falle. Ich falle unglaublich tief. Mhm. Und ich höre eine Frauenstimme direkt an meinen Ohren laut schreien auf Mittelhochdeutsch, du musst tun, a gar viel schwere Burs. Naja, habe ich mich da irgendwo daneben benommen, dann ist die Vision verschwunden. Also dieses Lemurien war sehr, sehr reell. Dürfte einige hunderttausend Jahre vor uns sein. Die Inder haben noch solche Geschichten. Mehr ist über Atlantis auch bei den Chinesen drinnen. Oder die Veden in Indien, die sind ja vor 2000 Jahren geschrieben worden und von älteren Kopien wieder abgeschrieben worden. Da heißt es, der Silberpfeil steigt in die Wolken, zerbirst mit einem Feuerball, Menschen, Krieger, Tiere zerfallen zu Asche, Überlebende stürzen sich ins Wasser, um den tödlichen Staub aus den Gewändern zu waschen. Und in Harappa in Pakistan, da war ich bei einer Ausgrabung, das liegt etwa 6 Meter unter der jetzigen Erdoberfläche, das sind ganz gewaltige Fundamente, halbkreisförmige Bögen sind zu sehen, also irgendwie waren das Rundbauten, und die Skelette, die man gefunden hat, sind bis heute radioaktiv. Mhm. Auch in Syrien gibt es eine Stelle mit Ruinen und Skelettteile, die mit Metall und Keramik zusammengeschmolzen sind. Ich habe diese Dinge auch selber gesehen. Also Atlantis ist durch Naturkatastrophen, Kriege und Waffensysteme zugrunde gegangen, die wir heute nicht kennen. Und für mich ist ja das Alte Testament ja nichts anderes als wie von den sumerischen Schriften abgeschrieben, ja. Von den vielen tausenden ja. Tontafeln, die es ja. gibt in der Keilschrift. Ja. Und deswegen ist es auch nicht vollständig. Ja, man hat die wichtigsten Teile rausgegeben, damit man nicht die ganze Geschichte erfassen kann oder begreifen kann. Es gibt schon Bücher mit Dr. Sitchin. Ja, genau, der hat sehr viele Bücher rausgebracht. Und die hat er ganz unauffällig auf den Markt gebracht, ohne irgendwelche Quack-Quack und sensationell. Er konnte diese Keilschrift, sumerische Keilschrift, lesen. Jetzt soll man ihm das glauben oder nicht. Bitte, ich hatte einen Professor in Graz, der hatte seine ganze Doktorarbeit in Keilschrift hethitisch geschrieben. Mhm. Woher kann er das? Da war ein Fenster in einem frühen Lehm drinnen. In Wien hat man damit nichts anfangen können. Die haben es nach Rom geschickt und die waren hochbegeistert. Also es bringen Menschen schon Dinge aus früheren Leben mit, die sie sich vielleicht selber nicht so erklären können. Und genauso vor unserer Geburt besprechen wir unseren Lebensverlauf mit unserem Schutzgeist. Der ist der Manager. Es gibt Dinge, die wir wirklich müssen, zack. Das ist oft ein Todeskarma, dass sich der einfach im Straßenverkehr da schlägt. Da sind da üble Sachen im Spiel. Oder es wird so abgesprochen, so wie man sich zu Hause auf eine Prüfung vorbereitet. Und ist man dann wirklich dran? Man kann ja nirgends nachschauen. Wie ist das gegangen? Wie schreibe ich das jetzt? Also wir müssen schon auch unsere Schutzgeister bitten, bitte, wie geht's weiter? Wofür habe ich mich entschieden? Bin ich am richtigen Lebenspfad? Bin ich irgendwo in die Irre gegangen? Es ist wie bei einer Kreuzung mit so vielen Möglichkeiten, bin ich da richtig abgebogen? Ja? Und daher können oft bei Kindern, Jugendlichen oder später im Leben, wenn die Zeit dafür da ist, wo man mit Schutzgeist gesagt hat, von mir aus mit 40 Jahren werde ich das und das machen, auf einmal ist man in der Situation.
da eben auch den Heiligen Geist bitten. Das ist, wie gesagt, keine verkackte Stadtbacktaube so. Das ist Gottes Heiliger Geist. Und da mit dem Heiligen Geist, mit dem Funken, können wir auch mit ihm kommunizieren. Wenn das Hirn nicht versaut ist, bitte. Ja? Durch Saufen, durch Alkohol, durch Nikotin, es gibt ja kein Organ, das in uns Alkohol braucht. Und du meinst, Atlantis ist durch Kriege und Atom. Atomkriege, dann Kometeneinschlag, da hat alles Mögliche zusammengeholfen. Das sagen auch die Navajos, es ist eine 2000 Meter hohe Flutwelle zweimal um die Erde gerauscht. Also das war die Geschichte mit der Sintflut. Und damit sind das, wir das gehört dann zu Atlantis, diese Sintflut in dieser Zeit? Um die ganze Erde ist die Geschichte gerauscht. Und ein die Arche Noah? Ursprung. Die Arche Noah war sicher eines von vielen Fahrzeugen. Es sind ja viele Atlantier nach Ägypten gegangen. Daher hatte man bei den altägyptischen Darstellungen diese Ägypter als rotbraune Menschen und schwarzhaarige rotbraune Menschen dargestellt. So schauen ja die heutigen Ägypter nicht aus, eher die Indianer in Mittelamerika. Und da waren sicher große Abwanderungsbewegungen, siehe die Ruinen von Bimini Atoll oder die Geschichten da um das Bermuda-Dreieck, dem habe ich auch irgendwie zu tun gehabt. Und die Arche Noah, bitte am Berg Ararat gelandet, heißt es. Wer war der Noah, wo kommt er her? Interessant ist, die Armenier, Berg Ararat ist ja letzten Endes das Kernland von Armenien. Und Armeniso heißt im Griechischen mit dem Schiff ankommen. Und Armenien ist ja Hochland, 1500 Meter. Also da mit dem Schiff ist ein bisschen eigenartige Sache. Und die Armenier behaupten ja, sie stammen von Noah und der Archenbesatzung ab. Mhm. Da war ich einmal in Etchmiadzin. Das ist das heiligste Kloster der Armenier. Es ist so ihre Art armenischer Vatikan. Und da ist hinter Glas ein Stück Holz aus der Arche Noah. Arche Noah wurde 1917 das erste Mal von einem russischen Militärflugzeug aus fotografiert. Ararat ist 5126 Meter hoch. Letzten 1000 Meter sind vergletschert und manchmal ist die Arche zu sehen. Es gibt auch Aufnahmen davon. Und dieses Holz von der Arche, es war pechschwarz, hinter Glas. Ich war zweimal dort, ich habe mir das so angeschaut, so gegen das Sonnenlicht oder Schatten zu verschiedenen Belichtungszeiten und habe eigentlich eine noch erkennbare Holzstruktur gesehen, die ganz an die Struktur der Sequoia sempervirens erinnert. Das sind diese riesigen Zedern in Kalifornien. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass er mit seinen technischen Geräten diese Bäume gefällt hat und sich eine Arche fabriziert hat. Und interessant ist ja auch, in diesen Geschichten haben wir denn die Söhne Ham, Sem und Japhet. Ham ist dann schwarz geworden, heißt es, weil er den Noah besoffen und nackt gesehen hat. Eines ist aber in Abchasien, in Westgeorgien, haben diese Menschen einen leichten afrikanischen Einschlag mit platten Nasen, dunklere Hautfarbe und im Abchasischen sind Wörter drinnen, die an das zentralafrikanische Sprachen erinnern. Also an diesen Sachen ist schon was dran. Meinst du nicht auch, dass vielleicht diese Arche Noah ein hochtechnologisches Gerät gewesen ist? Kann sicher auch sein, vielleicht der Schiffskörper selber Holz, was er drinnen gehabt hat, dass er mit Außerirdischen eine Verbindung hat. Das haben wir ja auch laufend, siehe die Bundeslade, wo Gott praktisch dem Moses befiehlt, wie die auszusehen hat, aus Zedernholz, innen und außen mit Gold beschlagen. Und da kommt eine Brustplatte dazu, die ist oben auf der Lade anzubringen. Und über diese Platte kann ich mit dir sprechen. Das klingt mir sehr nach Sender-Empfänger-Anlage. Die Frage ist, welcher Gott das war. Zum Erscheinen braucht er immer ziemlich viel Feuer, die Geschichte mit dem Dornbusch und so weiter. Also die Bibel ist in ihrer Art eine Fundgrube, vor allem bitte Ezechiel Kapitel 1. Ezechiel war damals noch in der babylonischen Gefangenschaft und ich blickte nach Norden, da kam es heran, ein Körper aus Metall, umringt von Feuern, es hatte Augen nach allen Seiten,
Es hatte Räder, in denen Räder liefen, und dieser Geist hob mich empor und führte mich nach Jerusalem. Also hat einen gratis Lift gekriegt mit einem UFO von Babylonien, vom Irak nach Israel und dann wieder retour. Also das Alte Testament ist voll von solchen Geschichten, und es verschwindet dann meistens irgendwie in so verschiedenen Volkssagen, die man sich nicht weiter erklären kann. Grundsätzlich habe ich festgestellt, es gibt keinen Rauch ohne ein Feuer. Also hinter all diesen Sachen ist etwas dran. Zechariah Sitchin schreibt ja auch in den Büchern, dass der Berg Sinai, der in der Bibel vorkommt, nicht der Berg Sinai ist, sondern das soll ein anderer Berg sein, wo sie dann Wissenschaftler zusammengezogen haben, um den Berg zu erkunden, weil er radioaktiv verseucht war. Das ist durchaus möglich. Es gibt auch Aufnahmen aus Sinai, das sogenannte Mondtal. Das ist eine Hochebene. Das ist absolut eben. Ich war mit einem Fahrzeug unterwegs dort, und wenn man das Fahrzeug auslässt, man kann ohne zu steuern irgendwo hinfahren, es ist überall gleich, ist einige Kilometer lang, und überall liegen braune, schokoladefarbene, fast gleich große Kieselsteine. Also da hat es auch irgendwie etwas gehabt. Und dieses Sinai, Shin, ist ja eigentlich das Land des Mondgottes Shin. Und Mondgott, wer soll das sein? In der Antike hat man alles zum Gott gemacht, was von irgendeiner anderen Dimension hergekommen ist, außerplanetarier. Das war natürlich ein Gott. Und diese verschiedensten Götter, die waren, hat es in Wirklichkeit gegeben. Es hat auch in Atlantis den Poseidon gegeben, einen König Poseidon. Der wurde dann bei den Griechen dann zu Poseidon, den Meeresgott mit den drei Zacken, mit die er da umwühlt. Das war offensichtlich einer der letzten Herrscher, die es gegeben hat. Also über Atlantis, es gibt immer wieder nicht nur Theorien, es gibt konkrete Literatur, es gibt konkrete Bauten, auch von Außerirdischen. Und du sagst, es gibt Hinweise in der Bibel über Atlantis? Ja, das war eben das mit Petrus, 2. Petrusbrief, 3. Also deutlicher könnte das nicht sein, eine Welt, anderen Himmel, durch das Wort Gottes entstanden und von Wasser überflutet. Mhm. Das ist ja ganz deutlich drinnen. Und auch die Hinweise zu Außerirdischen in der Bibel? Wie gesagt, mit Genesis Kapitel 6, Ezechiel Kapitel 1, und dann sagt ja auch Christus, im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Also es ist da einiges drinnen an der Bibel, und man muss sich vorstellen, die 33 Erdenjahre von Jesus Christus auf der Erde hat er sicher mehr gebracht, als wir in den heutigen Evangelien finden. Wobei die Frage ist, was ist mit dem römischen Geheimdienst, mit den israelischen Tempeldiensten, mit den übrigen Aposteln? Ja, die Aposteln, bitte, in der Apostelgeschichte ist es ja nicht drinnen. Wir kennen ja alle den Jakobsweg, Jakobus in Spanien. Es ist der ungläubige Thomas in Indien gewesen. Das hätte ja alles in die Bibel hineingehört, bitte. Und man kann Gott nicht in ein Buch hineinstopfen. Es gibt ja viele alte Gemälde, wo man bei der Kreuzigung hinten Scheiben sehen kann. Ein UFO, Objekte sieht man. Auch wo man eindeutig sehen kann, dass hier in dieser Scheibe jemand drinnen sitzt. Richtig. Das Gleiche findet man im Nationalmuseum in Damaskus. Das wurde ja um 1929 von den Franzosen errichtet. Da haben sie unter anderem ein Wandgemälde aus der Synagoge von Dura Europos im östlichen Syrien an der Wand abgetragen. Ist dort im Museum drinnen. Da steht Abraham. Und hinter ihm eine ellipsenförmige Scheibe mit einem Licht und etwas, ein Insasse oder was das sein könnte. Und letzten Endes, Abraham kommt aus Ur in Chaldea, also im heutigen Irak. Und in Ur gibt es ja ziemliche umfangreiche Ausgrabungen. Das sind auch Ruinen eines Hauses, das dem Abraham gehört hat. Mhm. Und wenn man das in der Bibel so liest, ein Engel erscheint und warnt ihn, er soll weggehen. Also angenommen, ich habe so einen Palast. Draußen läutet es, da steht ein Engel mit oder ohne Flügel und sagt, du hau ab. Na bitte, ich lasse doch nicht alles so stehen. Dann sage ich, du bist ja ein bisschen bescheuert, Kamerad. Und trotzdem, er haut ab. Ja?
Und was man dann in verschiedenen Gegenden in Syrien und Irak sieht, sind eben diese zusammengeschmolzenen Menschenknochen, was eben nur durch eine große Hitze technisch möglich ist. Und dass eben nicht alles Wüste war. Wir haben zwar den fruchtbaren Halbmond, aber es war ganz Arabien irgendwann grün. Und da gibt es im Koran auch einen Hinweis auf das Volk von Thamud, das Allah durch Feuer vernichtet hat. Und vieles davon gibt es im Jemen, heute in Jemen. Dort haben sie ja immer noch diese Hochhäuser, die sie aus Ziegeln, aus Kameldreck, aus Lehm, aus allem Möglichen bauen. Ich habe mal so einen Bauleiter oder Vorreiter gefragt, wie alt sind denn diese Häuser? Und der sagt einfach, dreh dich um, schau dir dieses Gebäude an. Das ist 200 Jahre alt. Alle 2 Jahre muss man die Fassade erneuern. Und das heißt bei ihnen, sie hatten Häuser mit 50 Stockwerken, sie konnten in ihrem Land Eisen und Steine in der Luft fliegen lassen, Schwerkraft aufheben und dann kam durch 12 Tage und 12 Nächte ein Sturm und alles war dahin. Das ist auch in den Arabern irgendwo noch drinnen. Es sind zwar oft nur so kleine Bruchstücke, aber es passt zusammen. Wir haben ja auch unten die Stadt Aden, Ad. Das ist also Hinweis auf Atlantis. Und auch selbst bei den Russen die Zahl Adin ist 1. Wir haben den Adam, also mit Ad ist immer wo ein Neubeginn. Und dann natürlich nach Atlantis, da fehlen uns sehr, sehr viele Jahrtausende. Wir haben die Berichte eben durch die Anunnaki etwa 5000 vor Christus, die in den Irak gingen, auch in Mexiko gelebt haben. Dann gab es den Atomkrieg. Das waren eben diese Anlagen in Syrien, Irak, vor allem Baalbek. Das ist ganz unglaublich, was man dort sieht. Da heißt das, das ist eine römisch-griechische Tempelstadt. Sicher, die Römer und Griechen haben es überbaut. Aber da gibt es einmal Säulen mit 16 Meter Höhe und über 2 Meter Durchmesser. Also solche gewaltige Trommeln. Und dann gibt es Blöcke, 3 Blöcke, die liegen übereinander, Kalkstein, und jeder Block wiegt 270 Tonnen. Wie bewegt man so etwas? Man sieht Länge mal Breite mal Höhe, man kennt das spezifische Gewicht, also laut den Geschichtstheoretikern, Historikern, Sklavenarbeit mit Stricken, mit Rollen, und da haben die Hinteren auf den Vorderen gedrückt und die Vorderen haben mit ihren Armen, also diese 700, diese 750 Tonnen bewegt. Und der größte Stein mit dem Namen Hubler, der liegt in Baalbek bei einer Tankstelle und wiegt 1000 Tonnen. Der ist so groß, dass man mit einem Moped drauf fahren kann. Also man sieht, dass es für diese Leute keine Gewichtsbeschränkungen gegeben hat. Auch im Inneren der Pyramiden sind die Strukturen aus rotem Granit, das ist roter Assuan-Granit, und den findet man 900 Kilometer südlich der Pyramiden. Wie schafft man die dorthin? Ja, mit dem Schiff. Das ist zwar sehr schön, aber wie kriege ich die aufs Schiff? Und wie kriege ich sie vom Schiff auf die Höhe von Giza, gegenüber von Kairo? Das sind 16 Kilometer. Wieder mit Horuk. Ja? Sondern in Atlantis konnte man die Schwerkraft aufheben. Dann haben wir fliegende Teppiche und solche Geschichten aus dem Orient. Kein Rauch ohne Feuer, bitte. Ja, ja. Du warst im arabischen Raum ja auch sehr oft unterwegs. Ja, ich war später als Reiseleiter, aber ich war dort eben die 10 Jahre im UNO-Einsatz. Und seinerzeit zwischen 1968 und 70 war ich in Zypern. Alle 3 Monate gab es einen einwöchigen Urlaub und da war ich grundsätzlich in Israel, im arabischen Raum, auch in Syrien, Libanon, Jordanien unterwegs. Ich habe genau gewusst, dass ich dort gelebt habe, in der Zeit der Assyrer. Meine Zeit war ja vor in Babylonien. Diese hängenden Gärten des Semiramis bekannt sind in der Stadt Babylon selber. Da habe ich daran gearbeitet, daher habe ich das auch bis heute, mit Gärten zu arbeiten, mit Steinmauern und so weiter. Mit sowas arbeite ich am liebsten, wenn man da sehr viel rausholen kann.
überhaupt mit Gartenbau die Arbeit. Ich habe dann sehr wohl erkannt, 1969, es wird einen Krieg geben im Golan, das habe ich vorhin erwähnt. Und ich habe vorher den ganzen Golan erkundet, die syrische, die israelische Seite. Und genau dort sind wir 1974 eingezogen. Ich habe meine früheren Leben dort erkannt zu verschiedenen Zeiten. Auch als Kreuzfahrer habe ich mich erlebt. Das war auch hochinteressant. Und ein Kamerad hat mich mal gedrängt, nach Jerusalem zu fahren. Unbedingt die Runde über die Stadtmauer der Altstadt zu gehen. Er war so versessen drauf. Und dann kommen wir zu einer Stelle, wo er sagt, da sind wir als Kreuzfahrer über die Stadtmauer gestiegen. Er hat dann gesucht und wirklich kommt dort eine Tafel in Englisch, Arabisch und Hebräisch, dass an dieser Stelle am 15. August 1099 Gottfried von Bouillon und seine Leute über die Mauer gestiegen sind. Und ich habe ihm gesagt, Eckehard, welchen Tag haben wir denn heute? 15. August 1985. Also bitte, deutlicher kann der Hinweis nicht mehr sein. Mhm. Und da haben wir gesagt, mein Gott, für was haben wir denn das damals gemacht? Alle, die wir damals umgebracht haben, sind eh wieder da. Also ich habe so zigerlei Erlebnisse gehabt. Ich habe mich in allen Ausgrabungen zurechtgefunden. In Zypern selber habe ich erkannt, dass ich in Paphos römischer Gouverneur war. Das war geistig irgendwo meine Insel. Ich habe dann ausgerechnet, wann es zur nächsten türkischen Invasion kommen wird. Ich habe einmal im Auge gehabt 1974, weil speziell die vierer Jahre, so wie 1914, 1924, 34, 44, 54, immer in Zypern eine Bedeutung hatten. Ich habe es dort angesetzt, mein drittes Auge ein bisschen geöffnet, dann einmal ein bisschen gehorcht, wie es bei Griechen und Türken so läuft. Das sind lauter so Mosaiksteine und bin zu dem Schluss gekommen, Sommer 1974. Nur das Hauptquartier hat mir nicht geglaubt. Bitte, man hätte das verhindern können. Mhm. Und ja. Verhindern, das ist vielleicht ein Stichwort. Du hast ja auch in deinen Erlebnissen, mit deinen Einsätzen, ja, auch eine große Rolle gespielt, ob etwas passieren sollte oder nicht. Das durfte ich mehrmals. Ich kann nur sagen, ich darf. Die Geschichte ist vielleicht so eigenartig. Sommer 1973, große Hitzedürre in Zypern, Wassermangel. Es hat alle möglichen Zusammenstöße gegeben. Mir war klar, Zypern steht vor einem Krieg. Okay, ich habe mich darauf vorbereitet, was ich dort tun werde. Es ist aus Wien die Anfrage über Funk gekommen, ob ich ein Jahr verlängern könnte, keine Ersatzgestellung möglich, und ich sehe plötzlich, ich bin nicht mehr in Zypern. Ich habe einen wunderschönen Blumengarten gehabt, in meiner Freizeit vor einem Kommandogebäude angelegt, als Ausdruck auch unserer christlich-abendländischen Kultur, wenn man das so sagen darf, nicht Eselsdreck und Distel und Unkraut, sondern wirklich Blumen, und bekomme, ich bin nicht mehr da. Warum? Lebenslinie ist in Ordnung, bin noch nicht im krisenfesten Jenseits. Okay, ich werde nicht versetzt, ich bin nicht mehr da. Und dann kommt es so hoch, es gibt Krieg im Nahen Osten und ich soll unbedingt Arabisch lernen. Jetzt hatte ich in Zypern wirklich alle Hände voll zu tun, um diese vielen Zwischenfälle zwischen Griechen und Türken auseinanderzuhalten. Jetzt soll ich Arabisch machen. Ja, wozu denn? Bin sogar extra nach Limassol zu einer Buchhandlung gefahren. Dort hätte ich sein Buch bekommen und vor der Tür habe ich gesagt, nein, ich lasse mich nicht von irgendeiner Schnapsidee da nerven. Nur 6 Wochen später habe ich es bereut. Was kommt? Plötzlich der Yom Kippur-Krieg, 6. Oktober 1973, genau, Kriegsbeginn 14 Uhr. Uns hat es vorderhand in Zypern nicht berührt. Man hat nur in der Nacht manchmal schwere Explosionen übers Meer gehört. Aber ich sehe Dinge, die ich 10 Jahre vorher gesehen habe. Ich bin Oberleutnant bei der ägyptischen Armee, bin im Wüstensand, es ist sehr viel Artilleriefeuer. Naja, da habe ich dann zuerst, naja, also ausgeschlossen halte ich das in meinem Leben nicht. Und ich spüre, in diesen Krieg werde ich eingreifen. Und ich muss bitte diesen Krieg zu irgendeinem Ergebnis führen. Bitte als Oberleutnant
Ja, da hätte ich der Charon sein müssen. Oder der, damals der Generalsekretär Waldheim, und der hätte es nicht. Ich als Oberleutnant soll dem Krieg einen entscheidenden Verlauf geben. Und da kommt dann die Sache, ich hatte Duty Officer, diensthabender Offizier, um 22 Uhr war normale Nachtruhe und plötzlich kommt Pedro daher, mein Hauskater. Also ich war eigentlich sein Mensch, sein Besitz. Er geht mit mir in den ersten Stock, in den Dienstraum, was er nie gemacht hat. Ich habe ihn gefragt, Pedro, willst du bei mir schlafen? Und er sagt, ja, und springt in das Feldbett. Wir haben Zeit verhandelt, bis es mir auch gestattet war, dort zu liegen. Und um Mitternacht springt er auf, schreit, trommelt mit den Pfoten auf mir rum. Ja, was ist da los? Nichts zu hören und nichts zu sehen. Ich habe ihn dann vor die Tür gesetzt, es tut mir leid. Es geht das Telefon, Vermittler sagt, Achtung, GSD, 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 Gefahr sehr dringend. Also so Nachtgeschichten, Nachtalarme sind immer was Putziges, kann man allerhand erleben. General Scharf aus Wien, du Buchinger, die ganze dritte ägyptische Armee ist eingeschlossen, die Russen ziehen Luftlandetruppen zusammen, die Armee haben weltweit Atomalarm gegeben, schau, dass du 120 Freiwillige kriegst und dass ihr was machen könnt. Sollte der kleine Oberleutnant mit 120 Leuten machen. Ja, wo soll es überhaupt hingehen, Herr General? Weiß ich nicht, vielleicht nach Suez. Und wie kommen wir dorthin? Weiß ich nicht, vielleicht müsst ihr mit dem Fallschirm runter. Also das wird eine schöne Geschichte. Ich habe den Kommandanten gerufen, das ganze Offizierskorps alarmiert, waren aus verschiedenen Teilen vom Bafos Distrikt. Und mir war klar, so sehr Zypern brennt, ich muss. Und lande wirklich bei dieser dritten ägyptischen Armee. Es waren lange Geschichten, die dort passiert sind, den Waffenstillstand zu halten, die eingeschlossenen Armee mit Wasser, Lebensmittel, Sanitätsmaterial zu versorgen. Das ist dann auch wirklich gelaufen. Und plötzlich kommt internationales Journalistenteam aus allen möglichen Ländern, die filmen, fotografieren. Ein ägyptischer Hauptmann schreit, no tiki tiki, und zeigt so Fotografierbewegungen. Die Ägypter hauen ab, fahren wieder über den Suezkanal auf ihre Seite. Zwei Brasilianer sagen, I'm sorry, maybe we have spoiled everything. Plötzlich heißt es, die Ägypter bringen Schwimmpanzer in Stellung, die Israelis rennen zu ihren Panzern und Geschützen, die Ägypter verschwinden und ich stehe alleine da. Jetzt geht bitte, ich habe dafür gesorgt, dass es funktioniert hat. Israelische ägyptische Offiziere haben ganz kollegial noch im Kriegszustand miteinander gesprochen über private Dinge. Der ägyptische Oberstleutnant hat zu den Israelis gesagt, wenn der Krieg vorbei ist, ich zeige euch Kairo. Also das war so auf der menschlichen Ebene so etwas Schönes. Da war auch Hilfe von oben und plötzlich ist es vorbei. Ich stehe alleine da. Bitte, ich habe an mich nicht gedacht. Jetzt kann ich nur mein Leben noch auf die Waagschale legen. Bin am Kanal gestanden, auf einem Sandwall und habe hinübergebrüllt. Interessant, von Afrika nach Asien, weil der Suezkanal ja die Kontinentalgrenze ist. Ich habe nach dem Oberstleutnant Abdulatif gebrüllt. Er kommt wirklich mit einem Sturmboot, ganz aufgekratzt. Sie sind der einzige anständige Mensch. Ich will mich nur von Ihnen verabschieden. Alles andere ist Feindpropaganda. Diese Übergabe der Lebensmittel. Wir kämpfen sofort weiter. Gut, habe ich gesagt, Herr Oberstleutnant, warum wollen Sie kämpfen? Ihr habt doch ein Stück Sinai ja zurückerobert. Und man sagt, ihr geht's auf allen Vieren, ihr fresst euch gegenseitig auf, ihr seid am Verhungern, am Verdursten. Und diese Journalisten haben eure Leute gefilmt, wie sie geordnet auf die israelische Seite rüberkommen, von den Lastwegen diese Container, Pakete, Kanister auf ihre Schwimmpanzer verladen. Also keine Spur von einer demoralisierten, geschlagenen Armee. Und ihr habt ein Stück Sinai. Für was wollen sie da kämpfen? I haven't seen it like that. Ich habe das so auch nicht gesehen. Ja, was soll ich machen? Hinter einem Bunker ruft Major Moser, israelischer Verbindungsoffizier, what are you talking? Über was redet's da? Der Mann war schon beeindruckend. Älterer Mann, vielleicht 1,90 Meter groß, Vollbart, dichter weißer Vollbart, schulterlange weiße Haare,
drüber den Stahlhelm, also wie der Moses. Please, Major, please, come here. So, wir haben gerade gesagt, wir machen keinen Krieg. Ja, wie meint ihr das? Sag ich, also Herr Major, wollen Sie kämpfen? Nicht notwendig, der Ägypter. Also, would you like to continue that war? No? Dann hat man mich gefragt, ja, was denken Sie, sollen wir kämpfen? Ach, überlasst es den Politikern in New York. Wir haben uns zu dritt die Hände gereicht. Die Ägypter haben ihre Panzer wieder zurückgenommen. Eine halbe Stunde später war wieder normaler Betrieb. Also, dass so etwas möglich war, drei Leute an der vordersten Stelle, es ist mir noch lange nachgehangen. Da habe ich vor 2 Jahren israelische Touristen getroffen in Kirgisistan. Man hat ein bisschen auch Hebräisch was geredet. Ja, wo haben Sie das gelernt? Ja, am Suezkanal, beim Oberst Natke. Ja, unser Natke. Und dann, it was you, Sie waren das, Sie waren das. Also ich war da schon etwas perplex. Also das war wirklich durch die Gnade Gottes. Und das habe ich auch in früheren Leben gemacht, auf anderen Planeten. Wir haben ja nicht nur auf der Erde gelebt. Wir hatten ein viel höheres Bewusstsein, bitte. Auf anderen Planeten konnten wir hunderttausende Male schneller denken als heute. Und heute sind wir geistige Gartenzwerge. Ja? Und trotzdem haben wir die Chance, zu Gott zurückzukehren. Wir müssen von dem materiellen Denken weg, von jeder Art Hass und Triebhaftigkeit und Aggression und dem Geld wegkommen. Dann geht's. Wir brauchen natürlich den Mut, den du natürlich auch hast, das Vertrauen, den Glaube zu den... zu einer höheren Schöpfung. Mut. Dass er die Sicherheit auch gibt, dieses dort zu stehen, in der Front oder zwischen den Front zu stehen und einfach zu rufen. Sie hätten mich jederzeit erschießen können. Und natürlich. Ich war auch bei Aufklärereinsätzen, hat das Maschinengewehr aus 50 Meter Entfernung auf mich geschossen. Es ist drüber gegangen. Mhm. Es ist daneben gegangen. Es hat nicht sein sollen. Ja. Daher bitte keine Angst vor etwas. Gut, Abschlussfrage möchte ich noch, vielleicht kannst du kurz da etwas erzählen. Du bist ja eben hellsichtig und ja, hast du schon ein paar Mal erzählt, dass du vorauskommenden Dingen ja sehen kannst, ja, und weißt, was ungefähr ja kommt und wann es kommt. Ja. Und die Lage, das Weltgeschehen ist ja sehr unruhig, möchte ich mal ja sagen, und vielleicht kannst du da etwas dazu sagen, was in den nächsten Jahren vielleicht kommen könnte. Gehen wir davon aus, dass die Erde eigentlich hoffnungslos übervölkert ist. Wenn ich daran denke, in meiner Militärzeit in Ägypten hatte Kairo 5 Millionen Einwohner, heute sind es sicher 25 Millionen. Die Filipinos, alles hat sich verdoppelt, es ist überall die Armut, jetzt die Massenflucht aus Venezuela. Wo man hinschaut, gibt es überall Krisenherde. Wir haben alle 800 Jahre eine Völkerwanderung. In so einer sind wir drinnen. Alle 500 Jahre schmeißt das Klima um. Wir haben am Schlossort Traunsee die Hochwassermarken aus dem Beginn des 15. Jahrhunderts. Der See, der 12 Kilometer lang ist, hatte oft 1,40 Meter Hochwasser. Also Regen, Klimawandel, daher die Bauernkriege. 1525 und dann wieder 1626. Und diese Bauernkriege gingen von Spanien bis Russland alle 500 Jahre. Es war auch Weinbau in England und bis Schottland möglich, verloren gegangen. Alle 600 Jahre eine neue Religion oder Geisteshaltung. Dann haben wir seit 1789, seit der Französischen Revolution, einen 25-Jahres-Zyklus. Ich möchte nicht das Ganze hier bringen, aber zum Beispiel 1914, 1939, die Weltkriegsbeginn, 1964 Vietnam, 1989 Ostblock auseinandergefallen, 2014 Beginn des Krieges in der Ukraine. Dann gibt es die Zahl 3, die Quersumme, Numerologie, eigenes Kapitel. Zum Beispiel Napoleon marschiert 1812 nach Russland. 1812, 1812 ergibt 12. 1 und 8 ist 9, 1 ist 10 und 2 ist 12. 1 und 2 ergibt 3. Und wo wir die 3 drinnen haben, kann es oft interessant werden. 1848, Revolutionsjahr, 1 und 8 ist 9 und 4 ist 13, 8 ist 21, 2 und 1 ist 3.
So, dann gehen wir ein bisschen in das Jahr 2001, der 11.09. mit den Türmen in New York, 2001 haben wir eine 3. Nächstes Jahr haben wir 2019, 2 und 1 ist 3 und 9 ist 12. 1 und 2 ist 3. Und so wie wir jetzt da stehen, Hitze, Dürre, Trockenheit, für die einen ist es ein wunderbares Urlaubswetter, genießen sie den Urlaub, die Sonne, alles genießt man heute, die Natur genießt es weniger, wir haben ein Grundwasserdefizit, wir haben weltweit eine hoch angespannte Finanzlage, auf jeder Euro-Banknote ist immer eine Brücke, die nicht fertig ist. Das fällt vielleicht auch niemandem so auf, ob das ein 100er, ein 5er, immer sind da so Brückenbögen. Zufälle gibt es nur bei Türen und Fenstern. Dann haben wir der Westen. Wie schaut der Westen militärisch aus? Zivildienst und sonstiges haben wir. Der Osten hat Millionen Reservisten. Wir haben die Zuwanderung. Also wir haben hier so viele, sagen wir, offene Benzinkanister und es fehlt das Streichholz. Mhm. Ja? Ich möchte vor der Hand nicht mehr darüber sagen, vielleicht in einem engeren Kreis. Ich habe Dinge oft ziemlich genau auf die Zeit festlegen können. Einige Dinge aber haben sich mehr in die Länge gezogen, aber das Szenario ist dann doch irgendwie geblieben. Heuer, irgendwie, ich glaube Anfang Juli, als es einmal wärmer geworden ist, habe ich einigen Leuten gesagt, in der zweiten Augusthälfte gibt es Schnee in den Bergen. Wird es kalt. Mhm. Na, haben wir jetzt gehabt ein bisschen. Genau. Ja? Und dann ist die nächste Stufe, wo es im Hinblick auf Finanzen interessant werden könnte, sage ich einmal. Dann werden wir auch Probleme mit der Ölversorgung kriegen. Also es wird enger, enger, enger und daher auch bitte interessanter. Wir werden immer mehr gefordert, wir sollen eben zurück zur Natur, die Liebe zu den Pflanzen, sie hat ja auch eine Seele, der Natur, den Naturgeistern danken. Ja, es gibt leider sehr viele Leute, die sich nicht einmal Radieschen anbauen können. Ja, wir könnten dem Klimawandel entgegenwirken durch viele Grün- und Blütenpflanzen auf Balkonen, in Gärten. Es geht sehr vieles, aber wichtig ist die Suche nach innen. Wer bin ich? Wozu bin ich überhaupt da? Ja? Ich habe einen bestimmten Auftrag und wie bringe ich mich in die Gemeinschaft ein? Nicht was bieten mir die anderen, was biete ich der Gemeinschaft? Und jedes, auch in einer Uhr, bitte, ist auch die kleinste Schraube wichtig. Sie bewegt ja auch die großen Räder. Also jeder Mensch, ganz gleich wo er steht, kann eine kleine oder größere Schraube sein. Und wenn die fehlt, steht das ganze Werk. Das bitte möchte ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern weitergeben. Und bitte vor nichts Angst haben. Es gibt Situationen, wo sie mit Menschen zusammengeführt werden, wo sie vielleicht sofort spüren, man gehört zusammen. Wenn sie das aktiver beachten, bitte, werden sie auch geführt. Ja? Und irgendwann treten wir einmal ab ins krisenfeste Jenseits, ist die Frage, wer dort auf uns wartet, ob das ein Herr ist mit Pferdefuß und heraushängender Zunge, der sagt, wir haben schon für sie vorgeheizt. Ja? Also bitte, die ewige Hölle ist ja auch so eine Geschichte, aufgrund der hohen Energiekosten. Und ewig am Grill hocken, bitte, wird ja mal fad, auch für den Teufel. Der muss sich den dauernd anschauen. Für 80 Jahre kann ich nicht 23.000 Jahre gegrillt sein. Wo nehme ich das Heizmaterial her? Und wenn der dort sagt, mein Gott, Chef, ich war ein schöner Trocken. Und dann sagt vielleicht dieser Gott, nicht einmal ich kann dir das verzeihen. Dann ist ein Mensch stärker als Gott, wenn Gott ihm nicht die lächerlichen 80 Jahre verzeihen könnte. Und im Himmel ist eh schön dort, aber zehntausende Jahre Halleluja blären, mit den Engeln Fangen spülen, ist es einfach. Es gibt was Sinnvolleres. Drüben arbeiten wir so weiter. Wenn es eben Geister gibt, das sind solche, die entweder aus der Erde sich nicht lösen können, weil sie kein Zeitgefühl haben, oder solche, die bewusst Aufgaben noch weiterführen. Daher haben wir den Mediumismus,
Also Tischl, Rücken lehne ich ab, weil das ist mir irgendwie zu primitiv. Da kommt dann von mir aus die Malitant, heute müsste sie glaube ich Sabrina hassen, nur noch diesen modernen Namen. Da kommt nichts Gescheites, aber dieses mediale Schreiben im Namen Gottes, hat jemand eine Botschaft für mich? Wie geht's da weiter? Nehmen Sie einen Kugelschreiber und überlegen Sie, was da draus wird. Vielleicht ist es ein unleserliches Geschmier, aber vielleicht können Sie gedanklich mit dem Inhalt etwas anfangen. Es ist wichtig, dass wir von der rein materiellen Seite in das Geistige übergehen. Ich gehe ja auch nicht ein Leben lang in die Volksschule. Und das Leben im Materiellen, auch wenn es für manche Leute noch so schön ist oder noch so viel Reichtum, ich kann auch nur auf einem Sessel gleichzeitig sitzen, auch nur in einem Bett schlafen. Man braucht gar nicht so viel. Aber wichtig ist, geistig immer offen zu bleiben. Das hält einen Menschen auch jung. Bitte, ich bin jetzt fast 79. Mir hat Gott ein wunderbares Leben geschenkt. Da gibt es auch kein Burnout. Da gibt es keine Verbitterung. Da gibt es keinen Hass auf jemanden. Ja, also irgendwie hat da jeder sein sogenanntes Karma, wie es aus dem Indischen kommt, seinen Lebensauftrag. Und da wäre es wichtig zu bitten, Herr, zeig mir mal, wo stehe ich vor dir? Wo stehe ich? Schau mich einmal an. Ja, ob ich da jetzt viel Scheiße gebaut habe, bitte gib mir die Möglichkeit, das auch wieder gut zu machen. Und wenn wir bitte jetzt bei der Scheiße sind, sie erfüllt eine Funktion in der Natur. Ohne Scheiße gibt es keinen Dünger und keine Blumen. Das habe ich auch bei meinen Vorträgen in den USA immer gesagt, without bullshit, you won't get any roses. Wenn man da durch eine grausliche Situation geht, man hat etwas abgetragen, kann man davon ausgehen, bitten um die Kraft, es durchzustehen und bitten um die Erkenntnis, warum und wie komme ich da raus. Uns geht es hier besser als drei Viertel der Menschheit. Okay. So, ich danke. Ja, danke für die Ausführungen. Für das Gespräch und ein Einblick in dein Leben, was du so erlebt hast. Das ist sehr spannend und interessant. Und auch war Gott sei Dank wichtig. Was los. Gott sei Dank. Es war was los. Ja. Jedenfalls vielen Dank, dass ich dich interviewen habe dürfen. Danke, danke. Ja, verehrte Zuschauer, das war's wieder mal ein Interview mit Gerhard Buchinger. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wenn Sie wieder mal Zeit haben, dann schalten Sie einfach ein und schauen Sie einfach illusionorreality.info. Danke.